Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Kampott. Wie ihr seht, sitze ich in meinem Guesthouse und berichte mal so, was hier so die letzten zwei Tage passiert ist und auch ein bisschen was über den Flug noch erzählen. Bevor ich damit aber anfange, erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr mich nicht komplett zerflattert habt in den Kommentaren. Also da waren ja eigentlich nur positive, bis auf so ein, zwei Spinner da wieder dabei, aber egal. Ich habe die extra mal zugelassen, damit ihr mal seht, mit was ich hier rumkämpfen muss, aber danach habe ich sie auch jetzt geblockt. Ja, erstmal Dankeschön an euch alle. Auch für die vielen Tipps, dass ich einen Bus hätte nehmen sollen. Hätte ich machen können, dann wäre es günstiger geworden. Noch günstiger wäre es geworden, wenn ich zu Fuß gegangen wäre. Aber das werde ich gleich mal aufklären, das Ganze. Ja, dann auch noch ein Dankeschön an die Mitglieder, die wir ja schon jetzt mittlerweile auf 20 erhöht haben im Mitgliederbereich. Also, wie gesagt, ihr dürft mich gerne per WhatsApp kontaktieren. Natürlich nicht jeden Tag und 3 Stunden lang, aber wenn mal irgendwas ist, Fragen sein sollten. Jetzt habt ihr meine WhatsApp-Number, glaube ich jedenfalls. Hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, per E-Mail, klappt dann auch. Ja. Ja, und auch ein herzliches Dankeschön an die Zuschauer und Abonnenten, die mich finanziell so ein bisschen hier unterstützt haben oder immer noch unterstützen. Hat sehr geholfen nach meinen Eskapaden mit den Ausgaben allen, aber okay, das war ein super Ding. Von euch herzlichen Dank an euch natürlich auch. Und ja, natürlich ist mir nach 27 Jahren Thailand klar, dass es einen Bus zum Airport gibt. Ja, doch. Weiß ich, fährt Nakua ab. Nee, nur bei der Busstation. Hinten ist der, so ein kleiner Minibus, also etwas größerer Minibus. Kostet, ich glaube, damals war es 150 Baht, bestimmt jetzt 180, 200 Baht. So, aber mit 3 Koffern. Am besten hätte ich noch ein Bad-Taxi nehmen können, dann wäre es noch günstiger geworden. Zweimal umsteigen und dann bin ich in Nua und dann habe ich, ja, 230 Baht ausgegeben und bin dann am Airport mit 3 großen Koffern. Leute, nein, mag ich nicht. So, aber klar ist mir das schon, dass es einen Bus gibt. Kann man als Backpacker machen, wenn man einen Rucksack hat nur und okay, ist das in Ordnung. Ich wusste auch nicht genau, ob die Busse jetzt jede Stunde fahren. Hätte ich natürlich gucken können im Internet. Aber das, da war mir der Aufwand zu heavy für. Also wohl Taxi. Und dann ab zum Airport. Jupp. Außerdem habe ich das auch so gerechnet, weil ich wollte ja eigentlich 2 Tage Phnom Penh bleiben. Die habe ich natürlich ausgelassen, diese 2 Tage. Und damit hatte ich mein Taxi dann schon wieder drin. Ja, da waren ja auch so gute Ideen dabei. Ich hätte auch mit dem Bus nach Phnom Penh fahren können. Und dann hätte ich den Bus nehmen können von Phnom Penh, nach Phnom Penh fahren, Bullshit, nach Bangkok. Und dann hätte ich von Bangkok den Bus nehmen können, der über Ranjapatet, Phol Pet geht, über Siem Reap und dann nach Phnom Penh. Der hätte gekostet 39 Dollar, glaube ich. Den hätte ich auch machen können. So, aber jetzt rechne das mal alles zusammen und vor allen Dingen die Zeit. Ich glaube, der Bus geht morgens um 6 Uhr von Bangkok, der auch nach Ranjapatet fährt. So, das heißt, ich hätte vorher schon nach Bangkok fahren müssen. Ich hätte da vielleicht eine Nacht schlafen müssen. Das wären auch nochmal 20 Dollar gewesen. Und. Also ich habe jetzt ausgegeben für die Reise von Pattaya, von meinem Kondominium, direkt bis nach Kampott 150 Dollar. Mit Flugzeug, mit 40 Kilo Gepäck, mit Handgepäck, mit 2x Taxi. Also ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Preis. Ja, also ihr könnt mir schon glauben, dass ich alle Strecken, Wege kenne. Auch mit Bus, auch mit Privatwagen bin ich diese Strecke schon gefahren. Ja, ich habe es geschafft, in 7 Stunden von Pattaya bis nach Sihanoukville zu fahren.
mit meinem alten Camry. So, da waren die Straßen aber neu gemacht. Jetzt kommt man da, glaube ich, nicht in 7 Stunden durch. Ja, also, wie gesagt, ich weiß schon, wie man hier hinkommt, und ich würde auch sagen, ich habe es geschafft, auch in 7 Stunden jetzt hier zu sein, von Pattaya direkt bis hier zu meiner Wohnung. Mit Bus und Bahn hätte es mindestens 2 Tage gedauert, und Zeit ist Geld. Gut, bei mir momentan nicht, aber ja. Ja, das war nur mal so ein kleines Update. Ich hatte eigentlich gerade ein Video gemacht von der Straße, so ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber ich kriege mein Telefon da nicht am Moped fest. Ich muss mir mal eine Halterung besorgen. Und irgendwie war die Kamera auf aus. Das kann ich leider nicht sehen, wenn ich diese Halskette um habe, da, wo die Kamera dranhängt. Und er hat natürlich nichts aufgenommen. Ja, dummerhafterweise. Ja, was habe ich die letzten 2 Tage hier gemacht? Ja, ein paar Kumpels besucht, ein paar Bierchen getrunken, würde ich sagen. Und ja, Spaß gehabt. Und Spaß meine ich jetzt nicht Mädels mitnehmen oder sonst irgendwas, sondern Leute besuchen, bisschen quatschen hier, und ja, war schön. Unterschied: Pattaya, Kampot, ich würde sagen, riesig groß. Hier ist es alles ein bisschen familiärer gehalten, möchte ich mal sagen. Jeder kennt jeden. Nicht weitläufig, alles spielt sich im Old Market ab. Und wenn ich in Pattaya bin, da irgendwelche Leute wiederfinden, die man mal gekannt hat, nicht so einfach. Hier trifft sich alles im Old Market. In den beiden, drei, vier, fünf deutschen Bars gibt es hier mittlerweile, glaube ich. So, und da sieht man immer irgendjemanden, den man mal, ja, mit dem man reden will. Und Preise sind hier human, $1,25 für eine Dose Bier. Und man hat noch einen Gewinn drin, in den meisten Fällen. Also bei 3 Dosen ist immer ein Gewinn auf jeden Fall dabei. Zigarettenpreise sind natürlich hier auch wesentlich günstiger, wie schon gesagt. 7-Eleven, war ja auch mal so ein Kommentar: Oh, 7-Eleven ist hier natürlich wesentlich teurer, und das kann ja wohl nicht sein. Und dadurch ist natürlich ganz Kambodscha teurer, weil 7-Eleven teurer ist. Nein. 7-Eleven importiert das ganze Zeug aus Thailand. So, und das dann irgendwo ein Würstchen, Paket Würstchen, statt 42 Baht, 52 Baht kostet, ist, denke ich mal, normal. Aber wer bei 7-Eleven einkaufen geht, hat auch selber Schuld. Ja, es gibt ja genug andere Supermärkte, und da kostet es auch nicht so viel. Ja, insgesamt würde ich sagen, fühle ich mich mal wieder sauwohl in Kampot. Ja, was nicht heißen soll, dass Pattaya jetzt die 3 Wochen da total scheiße waren. Nein, ich habe mich da auch wohl gefühlt. War auch schön. So, und ich werde meinen Standort aber, glaube ich, jetzt hier wirklich nach Kampot verlegen. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo ein Haus herkriege. Oder ein Häuschen. So um die 150, $200 im Monat. Und ja, mal schauen, was ich hier so treibe denn. Was gibt es denn noch zu sagen? Was war denn dann noch? Ja, ich werde natürlich, wenn die Flugkosten so bleiben, wie gesagt, Sky Anchor Airline ist das, kann man mal nach googeln, und dann sind da ein paar Preise drin, die man sich dann raussuchen kann. Man muss ein bisschen flexibel sein, weil auch mal ein Flug dabei, der 89 kostet oder 99. Aber wenn man dann 2 Tage später fliegt, dann kostet er wieder 72 oder ja, 72, 30 war das, glaube ich. Oder 73, 20, so rum. So, werde ich natürlich, wenn die Preise so bleiben, boah, das ist hier laut, werde ich öfter mal Pattaya besuchen wieder. So vielleicht alle 2 Monate mal für eine Woche, zwei dahin fahren. Ja, und ja. Wie gesagt, Pattaya oder Thailand ist genauso schön, bloß die ganzen auf die Visa und Führerschein braucht man, und ihr wisst schon alles. Ja, ist alles, hier ist alles irgendwie easier. Hier sind keine Polizisten, die hier rumfahren und dann anhalten, ewig, weil man keinen Helm auf hat. Obwohl, ich habe ja immer einen Helm auf, also meinen Cappy. Und
Ja, Führerschein 125, bis 125 Kubik. Braucht man keinen Führerschein hier. Ja. Ach so, da war ja noch eine Frage, die kann ich auch gleich mal beantworten. Im November werde ich mein Visum natürlich selbstverständlich wieder verlängern hier, das Jahresvisum machen. Und die Preise sind unterschiedlich, je nachdem, wo man das macht. In Phnom Penh beim Agent irgendwo habe ich letztes Mal, glaube ich, 300 bezahlt. Andere haben mir erzählt, 285. Man kann es auch direkt selber machen, würde ich aber von abraten, weil man kann da nicht immer alles lesen, wenn da was in Khmer drauf steht oder so. Oder in einige können ja auch kein Englisch, so wie ich. Ach, mein Englisch ist gar nicht so schlecht. So, und aber trotzdem, für 20 Dollar mehr lasse ich das gerne machen. Mein Pass ist mal kurz weg und dann kommt am nächsten Tag wieder und habe mein Visum drin, alles offiziell. Ja, was will man mehr? Ja, zu den Bars noch ein bisschen. Ich muss sagen, die Mädels hier, also Frauen in den Bars, die Animierdamen, um das mal, es gibt ja keine Prostitution, die Animierdamen, sind nicht so aufdringlich wie die in Pattaya. Die Preise sind human, würde ich sagen. Sollte mal so eine Freundin über Nacht mitgehen, muss man, glaube ich, 10 Dollar ist, glaube ich, die Barfein hier. Und die Mädels sind auch nicht so, ja, für ein kleines Geschenk von 50 Dollar oder 60 Dollar, dann darf man da mal die Nacht mit kuscheln gehen. Ja. Ja, alles lieb und nett. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, mein Gasthaus, wie gesagt, das habe ich jetzt für einen Monat gemietet erstmal. Ich habe jetzt einen Monat Zeit, mir eine Hütte zu suchen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Ja, werde auch mal sehen, dass ich mir jetzt langsam mal eine Freundin zulege, vielleicht. Immer dieses alleine schlafen, durch die Gegend fahren, sich mit so einer idiotischen Kamera hier zu unterhalten. Das macht dann auch nicht so richtig Spaß. So, das steht auch auf dem Terminplan. Und mal sehen, ob das klappt. Ja. Ja, morgen werde ich dann mal wieder vernünftige Videos machen, nicht hier vom Tisch. Aber es sieht auch ein bisschen nach Regen aus und ich muss mir was für mein Moped einfallen lassen, für die Handyhalterung hier. Sonst kann ich das nämlich nicht sehen, was ich hier aufnehme. Ob ich überhaupt was aufnehme, so wie gerade eben passiert. Ja, und dann kommt dann sowas dabei raus. Aber so schlimm ist das ja auch nicht. Ja, in diesem Sinne, ich würde mal sagen, bleibt gesund, Leute. Nochmal herzlichen Dank an euch alle. Auch natürlich ein herzliches Willkommen. Ich habe ja viele, viele neue Abonnenten dazu bekommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ganz viele abspringen, aber wie gesagt, herzlich willkommen und Dankeschön. Vielleicht sind das ja die ganzen Alten, die damals abgesprungen sind, weil ich nach Thailand gegangen bin. Nee, so viel waren das eigentlich gar nicht, ne? Nein. So, ja. In diesem Sinne, Tschüssikowski, euer Tom. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.